Mein Name ist Sonja Dinner und ich habe Dear Mama gegründet. Ich habe Dear Mama gegründet, weil ich festgestellt habe, auf der ganzen Welt, aber auch in der Schweiz, dass zu viele Frauen mit Brustkrebs zu spät die Diagnose erhalten und deshalb zu spät in Therapie gehen. Ladet eure Dear Mama App runter, sie ist gratis. Sie spricht mit einem für die Frauen, die nicht so gut schreiben und lesen können, in 13 Sprachen verfügbar. Wir möchten, dass alle Frauen, die regelmäßig zum Frauenarzt gehen, sich trotzdem jeden Monat einmal selbst untersuchen, damit der Intervall von einem Arztbesuch zum anderen nicht so lange ist und mögliche Tumoren keine Zeit haben zu wachsen oder gar zu streuen. Brustkrebs kann man nicht verhindern. Aber es ist wichtig, dass man ihn möglichst früh entdeckt. Dann ist er einer der Krebsarten, die am besten zu behandeln sind. Die Dear Foundation kämpft auf der ganzen Welt gegen Brustkrebs und ist jetzt hier am Frauenlauf in Bern, damit auch die Schweizer Frauen zwischen den Arztbesuchen die Dear Mama App einmal monatlich brauchen für den Selbstuntersuch, um mögliche Tumoren zu finden. Weltweit werden über 50% der Tumoren von den Frauen selbst entdeckt. Also du kennst deinen Körper am besten, taste dich einmal im Monat ab mit unserer gratis Dear Mama App. Und ich bedanke mich bei allen Läuferinnen, die hier am Frauenlauf in Bern sind. Über 9000 Frauen, das ist fantastisch. Bitte alle die App runterladen, damit weniger Frauen an Brustkrebs sterben. Ich bedanke mich ganz besonders bei den beiden Bundesrätinnen Amherd und Bohm-Schneider, die heute mitgelaufen sind. Auch bei Ruth Metzler, das ist fantastisch. Ganz viele National- und Ständerätinnen und einfach allen 9000 Frauen, die hier am Lauf teilgenommen haben. Danke. Alors je crois que c'est extrêmement important d'être solidaire avec les personnes qui malheureusement sont confrontées à la maladie, au cancer, et la prévention est une des réponses adaptées. On pense bien sûr aux femmes qui sont concernées par le cancer du sein, mais aussi à leurs enfants, à leur famille, à leurs frères et sœurs, leurs maris. Et je crois que c'est véritablement un signal qu'on doit travailler ensemble à cette prévention. Et à ce niveau-là, je crois que de marcher pour aussi montrer que quand on est malade, on peut s'en sortir et qu'on peut aussi éviter bon nombre de drames, mais que ce n'est pas simple. Et par rapport à cette parfois solitude liée à la maladie, on est toutes là, tous là, pour montrer que ça compte pour nous. Alors malheureusement, ma maman a été malade, elle a été plusieurs fois malade au niveau d'un cancer du sein premièrement et ensuite plus globalement, et elle est décédée jeune, je trouve, à 71 ans, trop jeune. Et donc on est tous dans la famille à faire nos contrôles régulièrement, à savoir à quel point quand la maladie entre dans la famille, c'est pas quelque chose de délicieux et de délicat, c'est quelque chose où il faut pouvoir pas à pas lutter contre la maladie, et la maladie peut nous épuiser et peut nous amener jusqu'à la mort. Donc ça me tient vraiment à cœur. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, les réponses médicales, les réponses sociales, je dirais aussi tout ce qui entoure la maladie, peut être fortement amélioré. On le sait, certaines femmes choisissent d'avoir une perruque ou pas, il y a des maquillages. Donc je crois que vraiment de montrer que faire face à la maladie, c'est surtout pour aller vers la guérison. Merci. Und zum Abschluss, haben Sie noch eine Message an die Schweizer Frauen? Im Hinblick auf die Brustkrebsprävention natürlich. Alors je crois que lui exprimer ma grande reconnaissance, et puis là aujourd'hui c'est fête, il y a de la musique, mais aussi vous remercier parce que vous êtes là quand parfois la vie est un peu au ralenti, la vie est un peu plus difficile. Donc être là quand c'est la fête, c'est important, être là quand il faut soutenir, être là quand les familles ont besoin de soutien, c'est magnifique, donc je suis reconnaissante. Merci infiniment. Ich finde es sehr wichtig, dass man Prävention macht. Je früher, dass man so einen Brustkrebs entdeckt, je grösser sind die Heilungschancen und je schneller ist auch die Heilung. Darum bin ich sehr gerne dabei. Ja, ich denke, da kann ich jetzt einen Beitrag dazu leisten, zu sensibilisieren, auf das Thema aufmerksam zu machen. Und dann kann man vielleicht viel Leid verhindern, wenn man etwas früh entdeckt. Ich denke, wichtig ist, dass man sich selber abtastet, regelmässig, und dass man regelmässig einen Arztbesuch macht, so dass, wenn etwas sein sollte, dass man es schnell sieht. Ja, also der Frauenlauf zu Bern hat wie jedes Jahr mega, mega viel Spass gemacht. 5 Kilometer sind für meine Marathon bei recht kurz und schnell und dementsprechend hat es sich auch angefühlt. Und ja, ich bin zufrieden mit meinem Rennen. Ich bin doch einiges schneller als letztes Jahr. Ich bin jetzt Dritte geworden, klar hätte ich gerne gewonnen, aber
Ich habe mein Bestes gegeben und bin zufrieden mit dem Rennen heute. Wurde du Russen auch hingekommen, am besten Kanyan? Am besten Kanyan. Wegen der Brustkrebskampagne und es hat so viele Frauen. Das ist richtig cool und spannend. Gefällt mir.